Wir haben in jeder unserer Zellen ganz viele, ja, eingewanderte Gäste, sagen wir es mal so, die Bakterienstrukturen haben. Das kommt aufgrund der Evolutionsbiologie vor weit über 2 Milliarden Jahren, ist das mal entstanden. Lange, da gab es Leben, aber lange bevor es mehrzelliges Leben gab. Also diese Entstehung der aus Bakterien stammenden Mitochondrien, das ist so wichtig für das, elementar für das biologische Leben, was sich danach, für die Evolution, was sich danach weiterentwickelt. Jetzt nehmen wir Antibiotika. Warum? Weil wir vielleicht einen Infekt, eine Lungenentzündung oder eine Zahnbehandlung haben. Und dann passt, damit will man etwas erreichen. Ich bin ja selber Arzt und Therapeut gewesen. Da will man etwas erreichen, nämlich dass die Infekt, dass der Infekt weggeht oder dass überhaupt keiner auftritt. Antibiotika nimmt man in der Regel ja als Tablette oder als Infusion. Das heißt, es ist eine Systemwirkung im Körper. Der gesamte Körper wird damit beglückt, um es mal so zu sagen. Und damit jede Zelle auch mit der potenziellen Gefahr, dass die dort in unseren Zellen liegenden Bakterienstrukturen, nämlich die Mitochondrien, auch einen Schaden kriegen. Das sind Bakterien, die wir in unseren Zellen haben. Ja, das hat mit der Evolutionsbiologie zu tun. Deshalb ist es wirklich nicht von der Hand zu weisen, das kann einen Schaden machen. Nach der Antibiotikatherapie nur Probiotika zu nehmen, das reicht ja nicht. Man muss dann schon allumfassender wirklich den Körper wieder richtig aufbauen. Und so viel ich weiß, dass das Antibiotik, dass die probiotischen Sachen nach einer Antibiotikagabe, das braucht nicht, wie uns manchmal erzählt wird, 1-2 Monate, das braucht mindestens 1 Jahr, bis sich alles wieder stabilisiert hat. Und man muss natürlich dann noch alle anderen Faktoren mitzählen, ne? Mit Ernährung und wenn du dich gut ernährst und vitalstoffreich ernährst, mit viel Chlorophyll und Wildkräutern und anderen Sachen, Sprossen und Gräsern, dann ist es ja so, dass du auch entgiftest gleichzeitig. Ne? Da wird ja nicht nur der Körper, der wird ja mit Vitalstoffen richtig gut aufgefüllt, auch die Zellen, die Mitochondrien, und du entgiftest gleichzeitig. Und der Darm profitiert ja auch davon, auch der Darm reinigt sich. Also gehören alle drei zusammen. Und wenn der Darm in Ordnung ist und alles andere auch stimmt, dann hast du natürlich, merkt man das auch an den Knochen, an der Stabilität der Knochen, an dem Gewebe. Ja. Und natürlich Haut, Haare und ganz besonders auch die Zähne und auch Zahnfleisch. Und ich finde, gerade beim Zahnfleisch kann man auch eine ganze Menge erkennen. Wenn das Zahnfleisch blutet und nicht in Ordnung ist, dann weiß man, das stimmt irgendwas mit der Ernährung nicht. Ne? Und mit der Entgiftung. Und das irgendwie so, das ist eigentlich ein Gesamtkonzept, was sich dann auf alles andere auch auswirkt.